Leute, Teil 2 vom Thema Kantenmeistern. Ich verlinke nochmal das alte Video, was ist alt, so alt ist es nicht, ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so. Da habe ich alleine im Wald ein kleines Video gemacht zum Meistern von Kanten, weil man das ja häufig hat. Und dass man halt vor der Kante sich klein macht und mit Gewicht auf den Füßen hängen der Ferse und dann das Vorderrad runterlässt. Der Sattel wandert dann unter einem. Habe ich gerade nochmal vorgemacht. Und ja, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was kann man denn an solchen Kanten? Wir haben jetzt hier einfach eine im Wald, Wurzelkante. Was kann man denn da noch so üben? Man kann die droppen, man kann die auch zum Fahrtechniktraining nutzen. Haben wir euch vorgemacht. Vor der Kante schön klein machen, Vorderrad runterlassen. Ja, dann werdet ihr merken, das läuft auf jeden Fall sehr gut. Und ja, dann möchte ich jetzt den nächsten Tipp zeigen. Wenn die Kante, also Wurzelkante, stabil ist, könnt ihr euch schon mal vorbereiten auf das Thema technische Trails fahren. Und da könnt ihr es so machen, dass ihr die Kante nutzt zum Balancetraining. Also nicht wie ein Trackstand, sondern wirklich, wenn das Vorderrad unten ist, mal ganz langsam werden, kurz stehen bleiben und weiterrollen. Das ist natürlich eine super schöne Balanceübung, weil ihr viel mehr realen Kontext habt, als wenn ihr immer nur an der Ampel steht. Und ich mache das Ganze noch einmal vor für euch. Also, Gleichgewichtsübung, und was ihr dabei voll schön spürt, Körpergewicht auf den Füßen. Das könnt ihr dann gut merken, und weil ihr dann einfach spürt, wenn die Ferse hängt und das Körpergewicht auf den Füßen, könnt ihr euer Rad schön unter euch bewegen lassen. Wenn ihr da richtig Druck auf die Hand kriegt, auf den Lenker, dann wird es natürlich unangenehmer, werdet wieder mehr Passagier. Das könnt ihr schön mal dieser Gleichgewichtsübung auch auf jeden Fall umsetzen. Beim Gleichgewichtstraining werdet ihr merken, dass man mit dem Körper Gleichgewicht Ausgleichsbewegung macht. Also, dass man mit den Schultern, mit dem Körper arbeitet, das ganz intuitiv. Und das Schöne an so einer Kante ist, wenn man das übt, man kann nicht groß das Vorderrad einlenken, sondern man muss wirklich das Vorderrad gerade halten. Wenn man so einlenkt, wird es unangenehm, es wird unruhig. Deswegen macht man mehr mit dem Körper als mit dem Vorderrad. Leute, wenn ihr eine schöne Kante habt, an der ihr das Fahren geübt habt, in der ihr eure Balance geübt habt, das Thema mit Gewicht auf den Füßen, lockere Hände geübt habt, dann könnt ihr natürlich auch die Kante nehmen zum Droppen. Das könnt ihr vorher an Bordsteinkanten, zum Beispiel an Bushaltestellen, super schön üben, aber man will es ja auch mal im Wald machen mit dem richtigen Kontext, wo halt alles so wie auf einem Trail ist. Und da haben wir hier eine schöne Kante und ja, erstmal mit der normalen Drop-Technik. Also je nachdem wie schnell man ist, entweder den Lenker ein bisschen nach vorne schieben oder wenn man sehr schnell angefahren kommt, nur den Körper ein bisschen nach hinten bewegen. Das Ergebnis ist das gleiche, der Körper bleibt weiter hinten, das Vorderrad sackt nicht sofort ab, sondern man hat eine kurze Airtime und dann landet man mit beiden Rädern. Und genau, dann mache ich euch das mal vor, wie ihr die Kanten erstmal locker droppen könnt und dass wir danach noch den nächsten Schritt machen können. Braucht mehr Tempo und dann kann man es droppen. Liebe Leute, also, jetzt habt ihr gesehen, ich habe es mal als normalen kleinen Floater-Drop genommen. Zum Thema Drop-Techniken habe ich mit Thomas und Willing ein schönes Video gemacht. Das heißt, wann floatet man, wann zieht man ab. Da haben wir irgendwie 3, 4, 5 Drop-Techniken vorgemacht. Und das verlinke ich jetzt nochmal unter dem Video. Ebenso wie halt das Kantenmeistern-Video und das vom Gardasee. Kantenmeistern im steinigen Gelände. Dann habt ihr alle Videos, wo ihr nochmal das nachschauen könnt. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber was ihr jetzt machen könnt, weil Drops im Wald häufig so sind, dass vor einer Wurzel, vor einem Baumstamm so ein bisschen Erde liegt, das ist so wie hier, dann kann man auch nicht nur als normalen kleinen Floater-Drop nehmen, sondern man kann sich ein bisschen groß machen, vorher die Federung reindrücken, sich dann groß machen und so ein bisschen abziehen, so wie das im Bikerslang heißt, und ein bisschen mehr Airtime haben und vielleicht in der Luft anfangen ein bisschen sich zu bewegen, um ein Gefühl zu kriegen, ich bin in der Luft und kann als Pilot statt Passagier agieren. Wie gesagt, ich will euch immer inspirieren, im Wald rumzuspielen, nicht immer direkt das Risiko total steigern, sondern erstmal die Technik an kleineren Hindernissen steigern, verbessern, zum Beispiel an der Kante. Und jetzt habt ihr gesehen, weil da so Erde vorliegt vor der Kante, so minimal kurz höher geht, habe ich mich noch ein bisschen abgezogen
Und was ihr dann machen könnt, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Wenn ihr ein Gefühl dafür habt, jetzt bin ich in der Luft, kurz mal das Vorderrad einzuschlagen und dann wieder natürlich gerade, damit ihr sauber landen könnt. Das ist halt eine sehr gute Sache, weil was ihr dadurch kriegt, ist ein gutes Gefühl, ihr seid in der Luft. Weil manche haben das so, die springen und droppen und dann landen sie und wissen gar nicht mehr, was in der Luftzeit war. Das haben sie gar nicht gespürt, das ging so schnell. Das geht auch schnell, aber man kann wirklich aktiv dann werden und das sieht nicht nur besser aus auf den Fotos und man zeigt halt, dass man eine Bike-Kontrolle hat und kann dann auch besser agieren, wenn man vielleicht mal schräg oder so ist, dass man sich wieder auf dem Rad positionieren kann. Liebe Leute, danke, dass ihr das Video zum Thema Kantenmeistern Teil 2 angeschaut habt. Wieder ein kleines Video mit Inspiration für euch, Tipps. Wie gesagt, ich packe ein paar Videolinks, wo ihr die detaillierte Fahrtechnikanweisung noch bekommt, in die Beschreibung. Jetzt ging es darum zu gucken, was kann ich an der einfachen Kante machen. Ich kann die Balance trainieren, dass es dann bei überhaupt keinem Tempo oder mit Geschwindigkeit kommen, schon mal droppen oder halt auch ein bisschen abziehen. Ja, auf jeden Fall danke auch an Robin hinter der Kamera und dann würde ich sagen, schaut das nächste Video auch an und ich freue mich auf euch. Bis dann.